Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Reaction-Video. Wieder vom Alternativ. Wir hatten ja beim letzten Mal das mit den Kinderserien und jetzt hier Kinderserien, die etwas zu weit gingen. Da hatten wir ja auch schon, das wurde letztes Mal angeteased, das Video. Das machen wir jetzt. Das gucken wir uns jetzt mal in Ruhe an. An der Stelle sei gesagt, ich habe auf meinen Privataccount gewechselt. Der hat tatsächlich Premium. Das heißt, wir haben für dieses Video hier jetzt hier auch keine Werbung. Dann haben wir diese Unterbrechungen nicht mehr. Die nerven mich selbst ein bisschen. Aber wir können jetzt in Ruhe durchgucken. Let's go. Super RTL-Shows von da. Alter, schrei doch nicht so. Immer ein bisschen langsamer, leiser hier, ne? Damals. Man kennt sie, man liebt sie, man. Ihr solltet euch beeilen oder ihr verpasst das erste Loch. Oh nein, ich will einlochen, ich will einlochen. Man sollte vielleicht doch nochmal in die Vergangenheit schauen und Was? Hinterfragen, ob Kinderserien manchmal nicht doch weniger für die angedachte Zielgruppe waren. Ich meine, warum hatten alle meine Kinderserien 10 von 10 Goth Girls in ihren Nebenrollen? Kim Possible, Danny Phantom, Teen Titans, SpongeBob. Danny Phantom war cool. Und mit den Totally Spice fange ich heute gar nicht erst an. Kennst du die noch? Die Serie war echt... Die kenne ich gar nicht. Anders wild. Und Dragon Ball ist da auch ein einfaches Beispiel. Son Goku hat mit seinen kindlichen Patschhändchen mehr Katzen geklatscht, als ich in meinem ganzen Leben. Und haha, jeder Kindercharakter hat weniger Personal Space Verständnis als ein Schwarm Stechmücken und sich später dann wundern, dass man nur noch Handys auf den Markt bringen darf. Das Ding ist halt, dass auch Dragon Ball keine Kinderserie ist. Es wurde hier immer als Kinderserie verkauft, aber es war nie eine. Ich glaube auch so Sachen wie Roccos modernes Leben und so sind eigentlich keine Kinderserien gewesen, meine ich. Bei denen die Frontkamera eine Luftschutz-Sirenen-Sound macht, wenn man auf den Auslöser drückt. Danke. Ich konnte das meinen Eltern damals echt schwer erklären. Gerade singt man noch Beyblade und denkt sich nichts Böses. Und im nächsten Moment guckt man Shin-Chan zu, wie er mit einem alten Mann Lichtschwerter kreuzt. War das das Weirdeste an der Folge? Just say yes to drugs. Nein. Aber Japan ist für uns ja heute Easy Mode. Und darum, hey Leute, ich bin's wieder, der... Eine ungewollte Erektion. Der Mann aus dem Internet. Nicht. Und wir schauen heute auf Dinge in westlichen Cartoons, die einfach nur WTF sind. Ich meine, wieso muss ich mir hier andauernd trauma-induzierende Stillframes anschauen? Kennst du das? Du schaust SpongeBob. Ich meine, selbst SpongeBob ist, soweit ich weiß, keine Kinderserie, ne? Es wird hier so verkauft, aber ich meine, das sei eigentlich eher doch für Erwachsene. Wie Simpsons und so, ist auch weniger für Kinder. SpongeBob oder so und auf einmal... Why? Von japanischen Serien bekam ich zumindest nur Kribbeln im Schlauch und kein Rabattcoupon auf eine später unausweichliche tiefenpsychologische Therapie. That sure was fun, I'm kidding. Oh ja. Aber genau um solche Erinnerungen wieder freizuschalten, bin ich ja heute da. Möchte Dann ist mir er jemand gut. erklären, warum Baloo in einer gebannten Folge Baloo und seine tollkühne Crew eine Bombe in die Zeichentrickversion vom russischen Palast gebracht hat? Das ist komisch. Und ich hab, als die Tiere. Er hat eben vorausgedacht. Aber als die neugeborenen Mäusebabys dann formschön auf einen Dornbusch aufgespießt wurden, ging es dem kleinen Malte gar nicht mehr so gut. Schreib mir mal deine Meinung in die Kommentare und vergiss nicht zu liken und zu abonnieren, wenn du noch mehr davon sehen willst. 15.000 Likes und ich sing das Digimon Dada Squad Intro. Bitte nicht. Alleine unter der Dusche. Aber ist ein Banger. Und jetzt müssen wir direkt mal zu meinem persönlichen Steckenpferd kommen. Kika, Super RTL, Pokito. In meinen Serien von damals gab es ganz entschieden... Viel zu hotte Charaktere. Ich weiß nicht, was es war, aber jede Serie meiner Kindheit hatte hotte Charaktere. Selbst die, wo man das wirklich überhaupt nicht gebraucht hätte. Die Powerpuff Girls. Grundsätzlich schon fragwürdig, wenn man mal betrachtet, wie oft Mojo Jojo sein verdammtes Gehirn aus dem Kranium fällt. Hatte zum Beispiel Sarah Bellum. Fällt euch kein Gesicht so ein? Naja, das ist ja auch logisch, wenn man bedenkt, dass die Frau zu 99% nur sehr viel Frau auf Stelzen war. 4 Frames gibt es in der gesamten Serie, in der man mal die Hälfte ihres Gesichts gesehen hat. Nice. Oh, Männer achten nur auf den Körper. Ja, guck doch mal, was mir damals indoktriniert wurde. Die sind immer im Hirn. Und es ist ja auch nicht so, als würde ich da jetzt zu viel in die kopflose Frau reininterpretieren. Die Serie hat Miss Bellum nämlich nicht nur einmal genauso genutzt, wie man es erwartet. So snap. Here. Let me help you with that. Und da sagt mir mal, dass ich derjenige bin, der die hat sich doch gerade selber zum Abspitzer degradiert. Und ja, mein Gott, ne? Powerpuff-Ultras unter euch werden jetzt natürlich sagen, das war gar nicht Sarah Bellum, das war Sidusa, die nur verkleidet versucht hat, die Stadt zu übernehmen. Und dazu sage ich, ja, aber... Ahuga! Das wahre Problem ist ja auch eigentlich der Bürgermeister, der ist nämlich fucking verheiratet und lässt eine fremde Frau trotzdem seinen Bleistift anfassen. Wie seine Frau. Geht das so? Darf man das? Darf man als verheirateter Mann sich den Bleistift von jemand anders anspitzen lassen? Fragwürdig. Wo ausschaut? Nun, hello there. Gehen wir, bevor es hier zu warm wird, doch lieber mal weiter zur nächsten Serie. Irgendwann war man dann ja zu alt für die Powerpuff Girls und ist stattdessen zu Kim Possible gewechselt. Aber ist es da besser geworden? Nein.
Denn da hatte man, geh beiseite, Kim, da hatte man dann Kims Mom oder natürlich Shigo. Mal ganz ehrlich, das ist jetzt wohl nicht der kontroverseste Take, aber bissige, gefährliche, magische Girl-Boss-Goth-Lady, die dir in Sekunden die Wirbelsäule brechen könnte? Smash. It's got tits. It's got 100% female. 100%. It's toxic, but you know, you overlook that. Smash. Trotzdem stellt sich allerdings die Frage, so. Mama Mia, warum mussten die in der Serie alle so hot sein? Hä? Mark McCorkle? Also, guilty pleasure, aber Kim's Dad. Und um ein wenig kontroverser zu werden, Hände hoch, wer hat einen Crush auf Gadget von Chip und Chap? Gadget von Chip und Chap? Deutschen Trixie, ne? Aber ja, Trixie war heiß. Als Kind fand ich die ganz toll. Das kann ich einfach offen und ehrlich so zugeben. Ihr auch? Also ich bin der König des Pausedrückens, ne? Das sagen wir auch immer so bei uns, wenn ich irgendwie Pause drücke, Videos gucke oder so, keine Ahnung. Ich habe mal so dieses Talent, dann Pause drücken, wenn es irgendwie so maximal dumm aussieht, wie jetzt hier gerade. Would this make me a furry if I said smash? Smash. Okay, stopp. Wir können jetzt noch Ewigkeiten über hotte Mäuse reden, aber es gibt ja auch noch die andere Seite. Für jede überheiße Dame in Cartoons gibt es nämlich auch mindestens einen absolut unangemessen notgeilen Scheiße-Charakter, der schlichtweg zu weit geht. Na klar, es gibt Jiraiya, Sanji, Muten, Roshi, Rocco, aber kennt ihr noch Geekstar und Slacks von X-Dax? Ja, kenne ich. Alter Finne, ich hab sie gerade volle Kanüle angefingert. Wenn sich nämlich eine Serie gar nicht erst... Wenn ich solche Serien sehe, ne? Ich kenne das durchaus noch aus meiner Kindheit, aber ich fand das immer saudumm. Also es hat mir tatsächlich als Kind nicht gefallen. Und das liegt wahrscheinlich daran, ich mochte noch nie diese absurden stilistischen Sachen, wie jetzt, wie man das hier sieht. Achso, ich bin jetzt hier unten da. Wie man das hier sieht, wenn die jetzt hier gleich, ne, also erstmal wie die Schnäbel geformt sind und so, dieses übertriebene, das mochte ich noch nie gerne. Ich hab sie gerade volle Kanüle angefingert. Und davon brauche ich gar nicht erst reden, oder? Das ist ja widerlich. Wenn sich nämlich eine Serie gar nicht erst die Mühe gemacht hat, ihre kleinen Anspielungen zumindest irgendwie zu verstecken, dann war es diese. Daneben! Sauber eingelocht! Und darum nehmen wir X-Dax auch direkt als Überleitung für unsere nächste Anschauung. Nämlich... Es wird ja immer gesagt, dass die heutigen Serien dumm machen würden, aber... Das war damals auch schon so. Wir hatten damals noch sehr viel schlimmere Serien als alles, was heute läuft. Damals gab es nämlich noch unabhängige Zeichentrickstudios mit unabhängigem Zeichenstil. Ihr wisst, welchen ich meine. Da war es noch ein Wettbewerb, wer den verstörendsten Charakter kreieren kann und nicht wer am meisten Merchandise-Sets verkauft. Aber nicht nur das Grunddesign war früher einfach etwas ungehaltener, auch was so auf dem Bildschirm passiert ist. Heute so, ja, Kinder müssen Moral und Werte beigebracht bekommen, wo man nur kann. Paw Patrol? Ja. Yeah. Ich habe eine Folge Paw Patrol gesehen, das ist echt schon harter Tobak. Also das ist tatsächlich sehr, sehr friedlich. Es wird da auch sehr viel mehr international mit umgegangen als mit uns damals. Für uns wäre es früher die Pfotenpatrouille gewesen oder so, ne? Paw Patrol. Und wir hatten halt auch, wenn Musik gespielt wurde bei uns, war da vor allem eher deutsche Musik im Hintergrund. Hier ist es Englische und so. Also hier geht man insgesamt ein bisschen internationaler mit um. Das kann okay sein, weil das halt heutzutage immer mehr wird. Ne? Also die Leute wachsen heute internationaler auf als früher. Das ist völlig normal, das ist auch okay. Aber ich mag es auch, wenn die Kinder erstmal mit Deutsch berieselt werden, statt sofort mit Englisch und dies und das, muss ich einfach sagen. Man muss sich für seinen Körper schämen. Freund für dich, du bist ein Freund für mich. Und damals? Die Hackfresse bringt 50 Punkte. 60. Das lief so auf Super RTL. Voll geil. Erst mit ein bisschen frischer Luft. Zurück ans Gerät, du Fußball. Ich weiß gar nicht, ob man heute noch Nein in sein Skript schreiben kann, ohne wegen Hate Speech in den Bleistiftknast zu kommen. Wie war das vor 20 Jahren noch okay? Allerdings.
Und nur weil X-Dax zumindest bei den durch den Quality-Check gekommenen Skripten ein Sonderling war, heißt das nicht, dass andere Serien weniger Trip gewesen wären. Kennst du noch Immer Ärger mit Newton? Ey, geile Serie. Robin Williams als Genie war schon cool, warum machen wir dich auch einen formwandelnden blauen Charakter, aber er ist ein abhängiger adipöser Lurch, damit Disney uns nicht verklagt. Objection! Ja, und dann war jede Folge einfach nur ein nachgemaltes Video von Tomatolix. Wenn du weißt, was ich meine. Ausgezeichnet! Prima! Hi, Betty! Das erinnert mich an die schlimmen Ich habe immer Ärger mit Newton so gerne gesehen. Ich denke, das fasst eigentlich fast jede damalige Serie zusammen. Aber keine besser als die Tex Avery Show. Die war auch geil. Daran erinnert, mein Beileid. Ich weiß da auch noch hier, ist der Zweistein? Der Neandertaler? Aber nee, so macht man das doch nicht. Das habe ich als Kind schon immer gesagt. Fand ich geil. Tex Avery war einfach nur ein stinkender Haufen zusammenhangsloser Kurzgeschichten von verschiedenen Charakteren, die sich in lustigen Situationen wie Versicherungsbetrug, Sodomie oder sowas hier wiedergefunden haben. Ich möchte nochmal betonen. Kinderserie, er bläst Littlefoot gerade über seinen Arsch auf Amerikaner Maße auf und dann prolapst der einfach zurück. Das ist doch nicht okay. Also manche Sachen kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Wie geil ist das bitte? Ich wünsche, das gäbe es heute noch, ohne Scheiß. Finde ich gut. Und auch Tex Avery war nicht gerade inklusiv in seiner Inklusion. Also, ich meine, jeder war vertreten, aber jetzt vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie man es heute moralisch erwarten würde. Aufgepasst, ihr armen Geisteskrüppel! Und generell gibt es noch endlos viele Beispiele, bei denen sich Kinderserien an Themen gewagt haben, die einfach außerhalb der Reichweite der Zuschauerschaft gehalten werden sollen. Und darum gucken wir jetzt noch auf die verbotenen Folgen! Verbotene Folgen gibt es ja aus vielen Gründen. Pokémon hat hunderte Leute ins Krankenhaus epiliert, bei den Gargoyles hat man einer Detektivin den Schwarz-Weiß-Modus im Real-Life gezeigt, Australien mochte es nicht, als Peppa Pig Kindern verkaufen wollte, dass Spinnen ungefährlich sind. Oder Sharon Spitz hatte mal ihre Basonkas bis zum Bersten aufgepustet. Sogar Mr. Krabs Höschenjagd ist inzwischen nicht mehr streambar. Höschenjagd! Höschenjagd! Aber schlimmer. Das war doch ja harmlos. Zum Beispiel hatte ich ja schon erwähnt, dass Baloo und seine tollkühne Crew wegen ihres animierten Attentats auf das sembrische Schweinereich auf der Liste von Serien mit gebannten Episoden Platz gefunden haben. Aber tatsächlich gibt es da noch eine zweite Folge, die schon vorher deleted wurde. Nämlich die Folge, in der Baloo die Atombombenabwürfe auf Japan rechtfertigt. Was? Yep. In der Folge 32, Lost Horizons, findet Baloo nämlich eine geheime Stadt. Voller schlitzäugiger Panda-Bären mit Fu Manchu-Mustachios. Und wo man jetzt noch denkt, dass das explizit chinesischer Rassismus sein muss, ändert sich das, als die Pandalaner Cape Suzette den Heimathafen von Baloo angreifen. Und was soll ich sagen? Ein unprovozierter Überraschungsangriff auf einen Hafen durch asiatische Streitkräfte. Released by the United States Navy of the havoc wrought by the Japs. Hoppla. Ich sehe hier eine Realweltverbindung. Aber bei Disney's Pearl Harbor bleibt es dann nicht. Danach wird der Panda-Bären-Feind nämlich in einer riesigen Explosion in die Luft gejagt und Baloo macht noch einen lustigen Spruch darüber, dass das ja schon irgendwie verdient war und bekommt dann eine Parade für seine Taten. Yeesh! Und selbst die Looney Tunes bzw. Tiny Toons haben es geschafft, eine Folge entfernt zu bekommen. Zwar nicht für die Relativierung von Atombombenabwürfen auf Zivilisten, sehr wohl aber für Biertrinken von literarischen Babys. In der Folge One Beer haben die explizit als Grundschüler dargestellten Loonies, die wir alle kennen, nämlich ein schönes Nuckelchen aus dem Kühlschrank gemopst. Sie kündigen zwar an, dass heute die Gefahren von Ethanol behandelt werden, aber der Rest der Folge schaut eigentlich ganz schön ungefährlich und lustig aus. Nice. Erstmal schon eingetrunken, ja, immer. Ich will sagen, aber wenn ich eine Lehrfolge gegen Extremsport mache, schaue ich ja auch keinen Warum Extremsport saumäßig Spaß macht Film. Die sitzen dann lustig auf ihrer Parkbank, singen. Oder so. Und haben einfach die Zeit ihres Lebens. Kam nicht so gut an als Präventionsfolge und ist entsprechend aus dem Programm getorkelt. Verstehe ich jetzt gerade. Ich euch noch eine ganz besondere, gebannte Folge. Die hier wurde nämlich nie gebannt. Nicht hinterfragen. Einigen unter euch ist Invader Sim vielleicht noch ein Begriff. Diese Serie war ohnehin schon oft sehr... Wir lieben Ring, Klatsch, 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 Spaß, Spaß, Spaß.
anders. Was zum Geier? Vor allem bekannt dafür, dass es wirklich die einzige Kinderserie ist, bei der Charaktere on-screen sterben, ist Invader Zim vor allem durch seinen Designer und Produzenten Jonin Vasquez bekannt. Der hat vor Invader Zim nämlich Comics gemacht. Comics wie Johnny, the Homicidal Maniac. Und irgendwer von Nickelodeon hat das gesehen und sich gedacht, Alter, ja, genau der. Geil, Kinderserie. Schreiben und sich dann gewundert, dass die Serie doch recht dunkel war. In der Mitte von Staffel 2 haben dann auch die Anzug-Heinis bei Nickelodeon genau das mitbekommen, die Serie still und leise abgesetzt. Aber lange davor, noch in Staffel 1 gab es die Folge Dunkle Ernte, bei der ich wirklich, wirklich, wirklich nicht verstehe, wie die so rauskommen durfte. Bei dieser wollte unser kleiner Alien nämlich menschlicher wirken und hat sich darum etliche Organe einverleibt. Und ich habe keine Ahnung, aber here we are, gibt's jetzt auf Apple TV. Und wenn du noch mehr Wahrheiten in dein Hirn gestreamt kriegen willst, klick dich doch mal rum. Es ist schön dort. Ich habe wieder perfekt Pause gerückt, ihr Lieben. Ich danke euch fürs Zusehen. Natürlich verlinke ich den Kanal wieder, wie üblich, und das Video natürlich auch in der Kanalbeschreibung. Und ich bedanke mich bei euch. Danke euch vielmals dafür, dass ihr hier wart, zugesehen habt und wir jetzt hier gemütlich ins Wochenende gehen können. Bei einer gleich noch Folge Dragon Ball, und das wär's dann. Bleibt gesund.